Eine Koalition von CDU, SPD und Grünen ohne die CSU wird immer wieder als eine der letzten Optionen des Machterhalts für Kanzlerin Angela Merkel ins Spiel gebracht, falls die CSU die Fraktionsgemeinschaft aufkündigt und die Koalition bricht. Doch sollte die Kanzlerin die Vertrauensfrage stellen, wollen die Grünen sie nicht stützen. Nein, das können wir nicht, bei der Politik, die sie jetzt macht, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag der ARD. Sie sehe derzeit keine Grundlage für ein mögliches sogenanntes Kenia-Bündnis zwischen CDU, SPD und Grünen. Im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass die CDU eine eigene Stabilität hätte und dazu in der Lage wäre, sagte sie. Es fehle das Vertrauen in die derzeitige Politik von Angela Merkel, die ja die Abschottung mitmacht. Merkel stimme 62 der noch nicht veröffentlichten 63 Punkte im sogenannten Masterplan Migration von Innenminister Horst Seehofer, CSU, zu. Die Linksfraktion im Bundestag hatte die Kanzlerin aufgefordert, sich einer Vertrauensabstimmung zu stellen. Auch AfD-Parteichef Jörg Meuthen hatte schon gesagt, es ist Zeit für die Kanzlerin, die Vertrauensfrage zu stellen. Anführungszeichen gegen Abschottung und für offene Binnengrenzen für die Grünen wäre es ein Zwiespalt. Einerseits wollen sie Verantwortung übernehmen und würden gern regieren. Andererseits müssten sie in einer Kenia-Koalition auch prominente eigene Akzente setzen. Sonst könnten sie bei den Wählern an Beliebtheit einbüßen und ihr Momentum verlieren. Derzeit liegen die Grünen in Umfragen bei 11 bis 13%. Im Asylstreit sind die Grünen gegen eine Politik der Abschottung und für offene Binnengrenzen in Europa. Sie fordern eine Rückbesinnung auf den Plan, Schutzsuchende in Europa zu verteilen, und sprechen sich gegen ausgelagerte Flüchtlingslager in Ländern wie Libyen aus. Es ist höchste Zeit für eine europäische Lösung auf Grundlage des Prinzips der Solidarität, erklärte die Fraktionschefin im Europaparlament, Ska Keller, in Brüssel. Man könne auch die südlichen EU-Staaten Italien und Griechenland nicht damit alleine lassen, alle ankommenden Menschen zu registrieren und unterzubringen. Der EU-Gipfel am Donnerstag soll eine europäische Lösung im Umgang mit Flüchtlingen finden. Lesen Sie hier, welche Termine in dieser Woche noch wichtig werden. Zuletzt zeichnete sich auf europäischer Ebene nur in zwei Punkten Konsens ab. Die EU-Außengrenzen sollen strikt abgeriegelt und sogenannte Anlandepunkte in Staaten außerhalb der EU geprüft werden. Die seit Jahren debattierte Umverteilung von Flüchtlingen ist wegen Widerstands aus Osteuropa blockiert.
Finden die Staats- und Regierungschefs keine Lösungen für den Umgang mit Asylsuchenden, könnte sich die Regierungskrise in Deutschland zuspitzen und es zu einem Bruch der Großen Koalition kommen. Sie wollen die Sonntagsfrage für den Bund beantworten. Stimmen Sie hier ab.